Caravansalon 2021, der 60. auf dem Stand von Chausson. Ganz großes Fahrzeug, 7,17 Meter. Der Innenraum wird es uns danken, sogar Einzel-Lounge-Sitze sind drin, wie in einem Luxus-Reisemobil. Und das Ganze für sage und schreibe 79.270 Euro. Einzigartig im Wettbewerb, sagt Chausson. Der Lounge-Grundriss mit 5 Fahrsitzplätzen, Hubbett 160 cm, so sieht's aus. Und Grundpreis sind 68.490 Euro. Auch hier kann man das untere Hubbett, das kann man nochmal hochkurbeln. So viel kann ich euch sagen, es sind Stockbetten drin, zumindest mal eins. Und dann kann man hier diese Garage, die kann man nochmal erweitern. Das Ganze ist hier mit einer Kurbel zu machen. Man kann es hoch und runter kurbeln und hat dann noch Platz bis zur kompletten Höhe hier. Dazu muss man natürlich erstmal das obere Hubbett hochfahren, aber nichtsdestotrotz werde ich euch das gleich mal zeigen. Du lass mal kurz hier stehen, der 7020 Titanium Premium. Hier steht er und das Ganze steht auf Fiat. So sieht er aus, richtig schick. Ja, Lounge-Grundriss mit 5 Sitzplätzen während der Fahrt. Von der Seite das Ganze so. Und das Heck, das zeige ich euch auch noch mal kurz. Das ist hier. Denn wenn du natürlich Stockbetten hinten hast, kleine Tür nochmal hier hinten drin. Das sind die Heckleuchten, die da sind. Und los geht's. Wir gehen rein. Aufbautür an der Seite. Voll integriert. Lounge Grundriss. Gehen wir ganz kurz rein. Da sind wir. Und auf geht's. XL Aufbautür ist drin. Voll integriert, Fußbodendach, Wandkonstruktion mit GFK, Klimaanlage im Fahrerhaus natürlich drin, ESP, programmierbare Kombination Heizung und Boiler und eine voll ausgestattete Garage mit leicht erreichbaren Gaskästen. Außenduscheanschluss ist hier, wir haben Leichtmetallfelgen dabei, niedriger Einstieg, auch hier brauchst du keine Treppe und ja, das Ganze voll integriert. So, und auch hier wieder mal der Schwenk nach rechts, liebe Jenny. Yes. Krass. Wahnsinn. Du sagst immer Wahnsinn. Ja, ich darf nicht immer nur Wahnsinn sagen. Sag mal irgendein anderes Wort für Wahnsinn. Das Wort für Trinksport. Hier, für die Trinkspruchdinger. Hervorragend. 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 Warum ist das hervorragend? Wir können es mal zusammenfassen. Das Bett ist hier oben. Ja, und das ist ein großes Bett mit 160 cm Breite. Gibt es uns auch als Längsbett-Grundriss. Zwar nicht, wir haben jetzt nur Teilintegrierte gesehen, aber du hast den Platz wirklich wie zu Hause. Und du bist 1,75 Meter, wenn du mal mit der Hand mal drüber fährst. Du hast also nochmal richtig Platz unter dem Hubbett drunter. Ist gar keine, ich sag mal, Bedrängung, die irgendwie da ist. Setz dich mal bitte da auf die Couch, dass man das mal sieht. Du hast viel Platz und jetzt kommt's. Wir können den Tisch natürlich, der ist jetzt runtergelassen, damit wir das zeigen können. Den können wir elektrisch rauf und runter fahren, damit du entweder, wenn du irgendwas arbeiten möchtest, im Stehen. Man kann ihn so weit hochfahren, dass du im Stehen arbeiten kannst. Das können wir gleich mal zeigen. Ich fahre mal ganz hoch. Steh mal auf. Da könntest du zum Beispiel, ich sag mal, du isst ja wahrscheinlich gerne Gemüse, Salate und so weiter. Und die kannst du dann im Stehen schnippeln, zubereiten als Arbeitsflächenerweiterung. Und dann bitte einmal setzen und ausklappen den Tisch und das wäre dann deine Essposition. Spannend. So, und das Ganze face-to-face, das heißt, ich kann mich jetzt zu dir hinsetzen, gegenüber, genau. Bin jetzt hier wie im Restaurant, könnte ich dann die tolle Pizza servieren und das Ganze für deutlich unter 100.000 Euro. So, setz dich mal bitte auf den Beifahrersitz, dass man mal sieht, also wie viel Raumgefühl hier drin ist. Und ich schwenke mal gerade hier rum auf die rechte Seite. Ja, da ist kein Bett im Weg. Du verschwendest keinen Platz für Bett oder irgendwas, ja. Sehr, sehr viel. Sehr viel Platz, ja. Komm, wir tauschen mal die Position. Yes. Klapp mal hier ein, bitte. Setz dich mal auf die Seite. Dass wir mal sehen. Du hast Einzelsitze hier. Guck mal, die sind sogar getrennt. Wie im Kino so ein bisschen. Ein bisschen, ja, genau. So, jetzt sitze ich auf dem Beifahrersitz. Das ist der Fiat, demnächst natürlich auch als Fiat 8. Hier haben wir noch einen Fiat 7. Und der Aufbautür auf der Seite mit einem Heki hier oben drüber, was natürlich ganz wichtig ist. A, für Licht natürlich, weil du durch das Hubbett natürlich von oben weniger Licht hast, hat man hier unglaublich viel Licht eingebaut. Das ist sehr, sehr hell.
und diesen fast Kinositzen, die du da hast. Ja. Wenn du hier an der Seite bist, sitzt auf der Seite, kannst du hier sogar dein Getränk abstellen. Ich guck mal gerade, ob man hier rankommt. Ja, da ist noch ein Fach drin, wo du zum Beispiel Fernbedienung irgendwas unterbringen kannst und ein Schiebefenster auf der Seite. Oben hast du noch große Ablagen. Ja. Hier oben drüber. Gerne. Und was auch ziemlich cool gelungen ist, ist bei jedem anders, gell? Ist immer anders. Jetzt hast du es ja. Da oben ist die Entriegelung übrigens. So sieht sie aus. Da hast du noch so kleine Fächer mit drin. Was ein spannendes Extra ist, ist hier, guck mal da, da hast du ein kleines Rollo, was du runterfahren kannst, falls die Sonne so tief steht. Das ist also nicht die Verdunklung, die ist vorne nochmal extra, die kommt von der Seite. Siehst du da? Da sind die Verdunklungssysteme drin. Einfach ziehen und dann geht's zu. Ja, nur mal zum Zeigen, vielleicht mal eins. Vielen Dank. Und ja, natürlich die Küche. Übrigens, unter diesen Sitzen, da verstecken sich natürlich die Mitfahrersitze. Genau, wenn du erstmal das Polster hochhebst, nur mal zeigen, das langt schon. Da ist jetzt ein Sitz drin, den kann man hochklappen und dann kann man sich da reinsetzen, die Polster ergänzen und hat dann eine richtige Sitzgruppe mit drin. Das kann man also umbauen, wenn man es denn braucht. Viele benutzen das ja. Genau, mit zwei Personen. Ja, komm, wir fahren mal das Bett direkt mal runter. Dazu bitte einmal den Tisch absenken. Sei mal so lieb. So, das mal haben. Tisch geht runter. Okay, und dann, ja, das Bett. Auch das kann man übrigens weiter oben noch fixiert lassen. Mach mal Stopp, die Leiter liegt oben drauf. Dann könntest du schlafen jetzt in der Position und du kannst unten drunter noch sitzen, wenn dich mal hinsetzt. Ja. Heißt, einer könnte schlafen, einer kann noch prima drin sitzen. Bisschen eng jetzt, oder? Ja. Aber hier oben hättest du jetzt so viel Platz, also wir können mal locker jetzt noch schlafen. Aber man kann das hier umbauen zum Bett hier unten noch. Ja. Hast also noch ein Zusatzbett mit drin, was du aber gar nicht brauchst, denn du hast hinten sind auch noch zwei Betten. Ich zeige euch mal das Bett noch mal ganz kurz. Also 1,60 Meter Breite, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und das Ganze geht natürlich noch ziemlich weit runter. Ich fahre es gerade noch mal runter für euch, dass ihr mal seht. Du brauchst noch nicht mal als... Oh, da hängt was. Kann mal kurz schauen, was da hängt. Irgendwas haben wir... Ah, wenn du mal gerade nach vorne gehst, Jenny, und den Sitz mal ein bisschen nach vorne machst, denn der Fahrersitz, der war nicht weit genug nach vorne. Super, jetzt kann ich das Bett nochmal runterfahren. Komm mal zu mir. Und jetzt fahren wir es mal ganz runter. Du merkst auch, es passiert auch nichts, wenn es irgendwo hängen bleibt. Also es ist kein Motor, der kommt, weil die Bänder, was ziemlich genial ist, ist der Einstieg. Du kannst also jetzt wirklich ohne Leiter einfach ganz bequem auf dein Bett steigen. Genau. Du hast Hallenschuhe an, vielleicht nochmal ganz kurz zur... Für die bösen Kommentare. Das ist da. Und ja, vielen Dank. Stell mal raus, denn das Fahrzeug ist schon wieder umlagert hier. Wir fahren am besten mal das Hubbett nochmal hoch und schwuppdiwupp, binnen Minuten. Das binnen Sekunden. Ja. Zeigen wir gleich mal. Genau. Kannst du dann deinen Wohnraum vom Schlafraum umbauen zum Lounge-Wohnraum für bis zu 5 Personen. Ja, krass. So, Küche. Ich setze mich mal hin, wenn du dich mal kurz an die Küche stellst und da mal zeigen, dass ich mal ein schönes Bild hier habe. So sieht der Raum denn aus und das geht sogar noch ein Stückchen weiter hinten. So stelle ich mir das Ganze vor, geräumig, mit viel Platz. Nicht irgendwie eingeengt oder sowas, ja. Also toller Grundriss. Und mit Spiegel hier an der Seite, mit Plissés, die runterkommen und jede Menge Platz unten drunter. Du hast einmal hier eine Arbeitsflächenerweiterung rechts. Ja. Schränke mit Flaschenhaltern. Ich klappe die mal. Das meinst du, genau. Genau, da ist unten drunter so ein Teil, das kannst du rausklappen. Siehst du, ein kleines Dreieck. Und dann bleibt die auch stabil stehen. Ja. Gut zum Draufsetzen, ist nicht geeignet, aber... So, bitte auch hier mal öffnen. Toll. Yes. Und
Dann hast du hier noch einen Schrank. Man, da drunter ist Technik, denn da war noch ein kleiner Revisionsschacht drin. Besteck. Besteckschublade. Dann hier der Mülleimer. Wieder, genau. So, Mülleimer und Stauraum. Herd. Zwei Flammen, Pierzuzündung von Can und dann hier die Abdeckung, die du hier drin hast, mit einem richtig schönen Wasserhahn. Hier kannst du natürlich auch ein Fenster öffnen, zwei große Schränke drüber. Morgen. Können wir kurz mal da reinhalten. Und ja, sehr in die Tiefe alles. Ja, es ist extrem tief, wirklich toll. Und der große Dometic-Kühlschrank, der daneben ist. Der wahrscheinlich von beiden Seiten aufgeht. Ja, probier mal. Das ist so cool mit den beiden. Muss nicht sein. Also es gibt auch Modelle, die nicht von beiden Seiten aufgehen. Nee, der ist wahrscheinlich. Warte mal. Jetzt ist er zu. Nee, der ist nur auf einer Seite auf. Aber es gibt die sowohl als auch. Ja, genau, mit beiden Seiten. Aber du kannst, glaube ich, den Anschlag verändern. Du könntest es theoretisch fest von der anderen Seite machen. Großes Staufach nochmal hier. Fernseher. Da. Dann das Raumbad. Und jetzt zeigen wir mal eine Kleinigkeit. Da hast du hinten ein U-Bett, das lassen wir gerade mal runter. Auch hier. Auch da? Ja, das ist extra hier. So, jetzt hast du Doppel-U-Bett für zwei Kinder oder Erwachsene. Ja, das ist auch mit für die Leiter und so. Da ist die Einstiegsleiter. Ja. Und wenn du das nicht brauchst, das hier. Da ist eine Treppenstufe für einen Aufstieg. Achso, du brauchst nicht zwingend immer die Leiter, ja, wenn du gut zu Fuß bist. Genau. So, ich fahr's mal hoch, dann kannst du dich mal da reinlegen. Ah, du hast ja einen eigenen Schalter, ich vergesse das immer. Platz wieder nach oben. Viel, viel Platz. 1,75 Meter bist du groß und ja, ich mach mal zu. Großes Raumbad. Was hier da ist, das ist mal so richtig die Dimension, die du jetzt hast. Also in dem Bad kannst du jetzt aufstehen, kannst zu deinem Kleiderschrank gehen, den du hast. Du hast einen riesen Kleiderschrank, der nochmal da ist. Eine Dusche daneben, die du übrigens auch zum Kleideraufhängen benutzen kannst. Du siehst wo? Oben ist nochmal ein Handtuchhalter slash. Guck mal hier. Da kann man auch noch das ein oder andere zumindest mal dranhängen. Nicht zu viel, damit es nicht zu schwer wird, aber geht. Und dann hast du hier deine Dusche mit Rost. Und viel, viel Platz. Super. So, wir tauschen mal gerade. Ich gehe mal kurz hier rein. Zeige euch nochmal hier den Bereich hier. Heckfenster mit drin. Da nochmal, das ist das Kopfteil übrigens breit. Und das ist der Badbereich mit Toilette. Und auch da hast du viel Beinfreiheit und kannst die Tür auch schließen, wenn du einfach mal auf Toilette gehen möchtest. Genau. Und zu. Und tschüss. Tschüss. Auch so vom Design ganz schick gemacht hier mit dem Silber. Nochmal auf. Was auch cool ist, kannst die Tür zu machen. Und dann ist der Schlafbereich hinten noch abgeschlossen. Das heißt also, wenn die Kinder hinten schlafen, du guckst vorne auf Fernsehen. Oder die Erwachsenen schlafen, die Kinder zocken nach vorne. Genau, dass er andersrum ist. Krass. Großer Spiegel und darf natürlich nicht fehlen, nochmal ein großer Schrank oben drüber. Gut, wir sind schon auf einem großen Auto hier. Und eine Kassettentoilette. Nochmal zwei Handtuchhalter hier. Da ist es. Unser Chausson-Fahrzeug. Eins der größten, die es gibt, mit einem riesen Innenraum, der da ist. Ready! Mit natürlich einer Thule Omnistor, die ist oben drauf. Kompressorkühlschrank, nee, ein AES-Kühlschrank mit drin. Die Daten nochmal hier. Mit der 92 Höhe und 7,17 Meter Länge, 2,32 Meter Breite, also immer noch recht kompakt. Eine Dieselheizung und ein AES-Kühlschrank mit drin.
Kaufpreis 68.490 Euro und wir hier steht 79.270 Euro. Tschüss Jenny, vielen Dank, bis zum nächsten Mal vom Caravan Salon, diesmal der 60. aus Düsseldorf. Ciao, ciao.